Hallo, willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute ist der grüne Spargel mal an der Reihe. Es ist Spargelzeit in Franken. Dazu habe ich mir was ausgedacht. Einen schönen grünen Spargel als Vorspeise mit einem Serrano-Schinken, Parmesan, roten Pfefferkörnern, Chili, Salz, Pfeffer und etwas Knoblauchpulver. Sprutz Olivenöl brauchen wir auch. Ein Messer und eine Aluminiumfolie mit Backpapier. Stellen wir das mal beiseite. Ich habe das Backpapier schon ausgebreitet auf der Alufolie, die wir jetzt verwenden wir unser Olivenöl. Den Spargel da drauf. Und schön durchmengen, dass das Olivenöl gleichmäßig sich auf dem Spargel verteilt. Kurz eine Serviette. Dann salzen wir das Ganze. Beim weißen Spargel würden wir Zucker verwenden, das machen wir hier beim grünen nicht. Ein Hauch von Chili kommt immer gut beim grünen Spargel. Etwas schwarzen Pfeffer und ein Hauch Knoblauchsalz bzw. Knoblauchpulver. Wenn man ganzen Knoblauch nimmt, rohen Knoblauch, das wäre zu intensiv. Wir wollen das nur leicht anhauchen. Dann die roten Pfefferkörner und noch ein wenig Olivenöl darüber. Spalten wir das zusammen zu einem Paket. Ich habe noch ein zweites vorbereitet schon. Meine Kameramann und ich, wir haben Hunger. Das Ganze machen wir heute auf dem Breuking Sovi XL490. Den haben wir auf 250 Grad vorgeheizt. Die Brennereinstellung ist auf minimal, alle vier Brenner an. Das Paket legen wir unten auf den Grillrost für ca. 10 Minuten und dann geben wir das hoch. Wir sehen uns gleich wieder. Der Spargel war jetzt für 10 Minuten unten auf dem Rost. Jetzt schauen wir mal nach. Ich höre schon, wie er schön köchelt, sagen wir mal, in seinem eigenen Saft. Jetzt geben wir den nach oben, beide Pakete. Und lassen beide Pakete noch für ca. 15 Minuten oben ziehen, dass der Spargel schön gleichmäßig durchgegart wird. Dann haben wir ein tolles Ergebnis und ich freue mich schon darauf. Bis gleich. Der Spargel war jetzt auf dem Ablagerost bei 250 Grad, insgesamt 15 Minuten. Zuvor noch 10 Minuten unten auf dem Rost, das ein bisschen anbräunt. Jetzt nehmen wir es mal runter. Oh, das riecht schon. Schaut mal her. Schön in der Farbe noch. Herrlich. Tun wir das mal anrichten. Ich habe da schon eine Platte vorbereitet. Besten wir lassen ihn einfach so runterrollen. Oh weh. Jetzt kommen unsere Parmesan gehobelten gehobelter Parmesan drauf, noch etwas von den roten Pfefferkörnern und der Schinken, Serrano Schinken in dem Fall, noch außen rum. Und dann haben wir eine tolle Vorspeise, die wir jetzt auch gleich probieren. Jetzt nehmen wir uns einen schönen Spargel hierher. Ein Stück von dem Serrano. Und das Parmesan.
Super lecker. Spargel hat noch leicht Biss. Den weißen Spargel, den haben wir auch schon verfilmt. Den könnt ihr gerne auch auf meinem Kanal anschauen. Viel Spaß beim Nachgrillen. Bis demnächst. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal Peter Zeidler Barbecue. Ciao.